Herzlich willkommen, Freunde, mit der nächsten Quest, die Großjagdjagd. Yep. Oh, diesmal ist es der Nebelgipfel, wo uns diese Quest erwartet. Hallo. Verbeugst du dich dann noch bei mir? Ja. Anstand muss sein. Ich hocke mich jetzt hier voll cool hin. Boah, ich muss jetzt Death unbedingt essen. Außerdem, warum verbeugst du dich, hallo? Denn dann muss das anders da gehen. Ja. Okay, warte, ich mach das gleich nochmal. Moment, wo waren das nochmal? Nee. So. Das war nicht das. Wo bist du? Howdy, Partner. Okay, ich begrüße mal, Moment. Ja. Den beachten wir ab sofort nicht mehr. Okay, ich komm. Nein, ich will mit. Und Abflug. Jo. Howdy, Partner. Ich bin am überlegen, ob ich mir auch diese Rüstung mache, einfach nur damit's Partner-Look ist. Da musst du aber auch mit der Morphax kommen. Ich hab Morphax, doch. Das war nur eine Brachidios, aber... Wo bin ich denn hier? Obwohl, nee, ach so, ach so, doch, ich weiß, wo wir sind. Ich hab die Grimse-Katze. Die klappt auch. Oder ich mach mir den Rocky für den Bogen und nimm dann den Revolver. Ich habe ja einen Roggy-Revolver, deswegen. Oh, ich weiß was. Wenn man diese Vögel tritt, pupsen die manchmal so ein Ei raus. Ich suche jetzt erstmal einen Großjagi. Mhm. Oh, guck mal. Der Großjagi macht dem Schützen schon viel Schaden. Alter, ernsthaft? Der macht wirklich viel Schaden. Ja. Was will denn der mit seinen 95 Rüstungen denn machen gegen den? Gute Frage. Ich bin heute mal unterwegs im Übrigen in meinem schönen Flammensturm. Ich habe die Waffe schon ewig nicht mehr benutzt. Ich habe die aber letztens gestern oder so habe ich die aufgebessert. Der kam schon beschädigt. Jo. Ich habe die gestern mal wieder aufgebessert, die hat jetzt Affinität, glaube ich. Oh, der arme Großjagi. Oh, der humpelt schon. Aua! Das ist gar nicht der so einfach. Der ist vergiftet, der ist so der ist tot. Ich wollte gerade sagen, der ist am Humpeln und da wäre bei mir gerade rausgekommen, er ist am Verhumpeln. Ich glaube, das wird ein sehr langer Part. Ja. Wir können ja irgendwie den Part nennen, irgendwie großjagige Trolle. Nein, ich pack den Titel der Quest dahin, ja. Damit auch jeder, der die Quest suchen will und wissen will, wie das funktioniert, auch ein Video dazu findet bei mir. Die große Großjagi-Jagd. Ja, könnte ja sein, dass jemand nicht weiß, wie man einen Großjagi besiegt. Ja, das ist schon die höchste Kunst. Ja. Wo ist der andere? Das ist das Jagi-Nest. Da ist ein Jagi, ich muss ihn treten. Getreten. Hier ist auf jeden Fall das Nest von denen. Ich will die Brücke nochmal finden, ich will nochmal runterspringen. Ja, ich bin auch die Brücke mit mir runterspringen. Die Brücke war hier. Wo kann man denn die Brücke runterspringen, an welchem Punkt? Du kannst da an sich runterspringen. Bei mir ist da eine Barrikade. Warte, da links geht gleich hoch. Links. Links? Ah, da, oh. Banzai! Aua! Man landet ja voll auf dem Gesicht. Geil. Hasse. Ich will auch springen nochmal. Lalala. Ist mir gar nicht aufgefallen. Also wusste ich nicht. Ich dachte, es ist jetzt wie bei der Ödnisinsel, dass du auf dem Bein landest. Nee. Voll aufs Maul geflackt. Okay, kam es kaputt. Ich muss erstmal gucken und den Weg zu euch finden. Verdammt. Vom Wasser aus, direkt geradeaus, wo du runtergesprungen bist. Zu spät. Ich bin schon am Verlaufen. Ja, das ging mir aber am Anfang auch so. Ich gehe jetzt mal da lang. Das sieht zumindest richtig aus. Also wenn du nicht gleich kommst, dann ist vielleicht fertig. Moment, ich will ja was mal erledigen erstmal. Ja, die da, die da, die da. Falsche Taste. Hey, du sollst ein Ei verlieren. Verlieren Ei.
verlieren. Ei! Das funktioniert nur beim ersten Tritt. Ich drehe trotzdem weiter. Okay. Oh, verdammt, jetzt ist die Mission zu Ende. Er läuft weg. Nein. Nimm nicht. La 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 la. Kreischer. Ja, hier muss ich sagen, sieht das Wasser um einiges besser aus als auf der anderen Ebene. Hm, man merkt einfach, dass diese Map vorher nicht existiert. Oft Monsanto Dry, die haben ja das, den Wii-Teil benutzt. Mhm. Als Grund. Aber auf jeden Fall, okay, das Wasser ist hier trotzdem platt, aber das wirkt einfach besser. Mhm. Im Übrigen ist die Map hier von Monster Hunter Dry von der PSP-Version. Hm. Mal so um ein paar Informationen so. Ich will den Wasserfall runterspringen. Ja gut, dann eben nicht, dann laufe ich eben runter. Ich finde die Stelle da unten ja persönlich also ich finde die 7 wirklich am grafisch genialsten irgendwie. Ich mag das mit dem hohen Gestrüpp da. Hm. Oh Mann. Macht schon was her. Mhm. Hundertmal besser als die Hütte des Insel, zumindest vom Wasser her. Nee. Irgendwann gibt's ein Wasserpatch hoffentlich. Alter, ich habe 2 Vogelwübersteine von mir bekommen. Ich leute nicht, wie es aussieht. Naja, die sind nicht selten. Ich meine, wenn Großjagdes droppen kann, ja. Gut, Freunde, damit hätten wir die ultraschwere Quest mit Großjagi gerade so geschafft. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten actionreichen Folge auch wieder dabei. Ja, sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.